Hier, gesieben sagt's. So. Okay. Okay, bei De Crocodilo kann man jetzt interpretieren. Schön. Okay. Und da haben wir auch schon Root, da ist er. Unser sehr wortkarger Freund. Wir sind Turks. Elena. Ja, du hast recht. Und er zeigt wieder nur und sagt... Oh, wow. Ich glaube, er hat heute seinen redebedürftigen Tag. Was ist mit Root los? Na los, wir haben zu tun. Wenn's unbedingt sein muss. Unsere Order war, euch zu suchen und zu töten. In unserer Firma mag es drunter und drüber gehen, aber Befehl ist Befehl. Das ist der Geist der Turks. Glaubt mir. Ist Deals plötzlich der Chef von den dreien? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Der Chef ist immer noch er. Er persönlich. So. Scheiße! Oh, sorry! Crocodilo! No! Warte. Du hast recht. Ich habe ganz vergessen, die Kategorie zu ändern. Einen Moment. Oh nein! Ich hab's ganz vergessen. Ah, so ein Mist. So, ich hab's jetzt schnell geändert. Oh, das ist ja ärgerlich. So, ich hab's jetzt geändert. Oh, es ist jetzt geändert, jetzt ist es kein Just Chatting mehr. Oh nein, wieso habe ich das? Ach Manu, ich bin das noch nicht gewohnt. Bitte seht mir nach. Das war ein Lucky Move, auf jeden Fall. So bin ich halt. Immer zu 100% verwirrt und weiß denn nicht noch alles. So, wo war ich auf jeden Fall als Erdechef? Weil er immer ihn rumkommandiert und... Eigentlich geben die doch einen Scheiß auf das, was sie sagt. Aber okay. Worauf wartest du? Oh, okay, lass es uns zu Ende bringen. Wir kämpfen nicht. Doch, wir müssen kämpfen. Ich will die beklauen. Weißt du was? Nicht so gewohnt ist, aber es ist schon fast 4 Monate auf Twitch. Ich bin schon über einem Jahr auf Twitch gesehen. Aber ich bin's nicht gewohnt, in einem Stream viele verschiedene Kategorien zu streamen. Das meinte ich damit. Das mache ich eigentlich erst. Das mache ich tatsächlich noch nicht so lange. So. Warte. Ich bin lucky, dass ich es reingeschrieben habe, sonst wäre er das Stream noch weiter just training. Das ist richtig. Da war ich. Der Crocodilo. Ja, du hast recht. Da war ich lucky, dass du das reingeschrieben hast. Wie recht du damit hast. Wir müssen ganz Japan absuchen, jede Stimme hören, um ihn zu finden. Alles klar. So. So, wo waren wir so? Ich weiß, wir haben eine komische Beziehung, aber wir müssen das zu Ende bringen. Wie richtige Turks. Okay, Kampf gegen die Turks. Das ist ja nicht mal Endboss-Musik. Hier, probiert das mal. Er kämpft gegen Elena. Oh, danke fürs Heilen übrigens bei Cloud. Danke, Elena. Das ist ja lieb von ihr. Hey, was war denn das jetzt bitte gerade? Einen Moment. Oh Gott. Ich muss ganz kurz Pause machen. Ich muss mal lesen, was ich denen klauen muss. Ich habe mir das, glaube ich, auch irgendwo notiert. Weil man kann bestimmt natürlich von irgendwen bestimmte Sachen klauen. Und je nachdem, wen wir zuerst erledigen, dann ist der Kampf vorbei. Weil dann hauen die dann einfach ab. Also wir schaffen es wirklich nie, die richtig vollends zu besiegen. Weil die immer irgendwann einfach abhauen. Und ich weiß leider gerade gar nicht, wen wir beklauen sollen. Gut, ich habe keine Ahnung. Hä? Also ich habe mir aufgeschrieben, dass ich die beklauen sollte. Das stimmt, das Spiel ist schon wirklich sehr, sehr alt. Das ist wirklich sehr alt. Haben wir überhaupt Clown ausgerüstet? Hör auf, Cloud! Mann, hör mal auf jetzt! Gott! Cloud! Du kannst mal heilen. Der bringt ihn nur um! So. Ganz wie viel.
Oh Mann, oh Mann. Okay. Haben wir eigentlich von der Lena gerade schon was geklaut? Minerva-Reif! Ja! Den wollte ich haben! Au, das tut weh! Hä? Wir haben sie doch nur beklaut! Nimm das! Hä, wir haben sie doch nur beklaut! Was ist denn mit dir? Nein! Nein! Hat's geklappt? Nein. Ein Glück. Wo ist auch Golden Sun? Oh, Golden Sun! Oh, das Game war auch toll. Ich hab auch das zweite gespielt. Das war noch für den Game Boy Advanced. Das war noch für den Game Boy Advanced. Den GBA. Wer den noch kennt. So. Doch, Dedenne, wir sind alle 27. Hast du das schon vergessen? Da warst du doch zu schön auf der Welt. So, wir müssen noch zaubern. Warte, hier. Mal ganz kurz heilen. Raum. Hört doch mal auf, ihn anzugreifen, Mensch! Der kontert doch! Ich will aber die anderen auch noch beklauen, Mann. Wird nicht. Ja. Mega-Funke. Wer hat jetzt dann angegriffen? Oh nein, warte, der hat schon wieder gekontert, kann das sein? Ach, Mensch, hört doch mal auf, jetzt. Hört doch mal auf, Cloud anzugreifen! Ist gut, ja. Oh, FS, vergiss es. So, Schwertwürfel. Ganz ehrlich, fuck you. So, sterbt halt. Die hätten von dem bestimmt was Schönes klauen können. Übrigens jetzt seine stärkste Attacke, ne? Die wir geholt haben. Cloud? Ich wollte schon sagen, ob du was für Reno übrig hast. Den hat er, glaube ich, nur zweimal oder dreimal angegriffen. So. Hört, die leben noch? Die haben viel HP, kann das sein? Ich glaube, die haben viel HP. Da ist ja noch jemand im Limit auf einmal. Oh, was ist denn da auf einmal los? Noch einer? Wow, jetzt geht's ja aber los mit dem Limit. Ich muss mal im Chat irgendwie nebenbei mal ein bisschen lesen. Das gibt mir sonst alles schon wieder Flöten hier. Warte. So. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, ob die schon was getraut haben, weil ich da gerade nicht so richtig drauf achte. Den anderen. Oh, Reno, Lena, was? Ah, die gehen, die hauen ab. Hat sie gerade ihr Make-up aufgefrischt? Ah, oh, sie hat uns gewunken. Tschüss, tschüss, Lena. Tschüss. Oh, sie hat uns gewunken. Aber ich glaube, Root auch, ne? Und ich glaube, die winken uns, glaube ich, immer alle zum Abschied. Die sind immer alle sehr, sehr freundlich und sehr höflich. Die Turks. Die kämpfen immer gegen uns, aber sie sind immer sehr höflich. Die verabschieden sich mit Winken und so. So. Ich will kurz lesen. So. Blau und Rot. Oh, die ersten Pokémon. Gab ja, glaube ich, in Japan gab es ja nur Rot und Grün, ne? Da gab es ja Blau nicht. Blau gab es nur im Ausland. Glücklicherweise. So. Epilepsie-Warnung. Ja, manchmal tatsächlich schon. Also es ist hier sehr viel, ja. So, wir haben aber zumindest den Minerva-Reif geklaut. Den wollte ich nämlich gerne haben. Weil, genauso wie das, warte mal, gleich mal die Grün und dann kam Blau und Rot. Grün kam zuerst. Oh, G7 kennt sich aus. So, warte, wir haben nämlich, genauso wie nämlich für die Herren, die Geleitwache ist, die ich gerade nicht, hat die schon wer? So wie er. Genau, wie für die Herren die Geleitwache ist, dann nimmt Minerva-Reif nämlich für die Weiblichkeit. Aber wir haben natürlich jetzt kein Mädel drinne. Cloud hat sich doch mal in eins verkleidet. Warum kannst du das nicht tragen? Nein, Scherz. So. So, ja, richtig. Grün gab es nur in Japan. Das weiß ich auch. So, heilen könnten wir eigentlich mal. Aber wir laufen mal weiter. Wir haben mit zwei im Limit. Oh, die nächsten Gegner, die haben nichts zu lachen, glaube ich. So, warte mal. Hauber. Heilung 3. Let's go. Du kannst eben mal ganz kurz nochmal Silo heilen. So. Warte. Okay, wusstest du, dass sich im Jahr mehr Leute an Getränkenautomaten verletzen als in Angriffen? Was? Getränkautomaten? Du meinst, weil die mit ihrer Hand immer reingreifen wollen, um die Getränke rauszuziehen und dann stecken bleiben? Würde ich sogar glauben. Würde ich dir direkt glauben sogar.
So. Also Menschen, ja gut. Manchmal, ich glaube, manchmal muss man an der Menschheit zweifeln. Also leider wirklich so. So. Ja, ich glaube dir das. Ich glaube dir das wirklich. Ich glaube dir das. Satellitenstreik. Geht nur auf einen, was? Ist ja doof. Die Zähne der Automaten. Haben wir das schon mal gesehen, die Attacke? Ich glaube nicht. Haben wir keine Feierszene mehr? Wieso haben wir keine Feierszene mehr? Ist da jetzt Sid dran schuld? Sid, du bist schuld. Ja, haben wir keine Feierszene mehr. Wie doof ist das bitte? Haie töten weniger Menschen als Kühe Menschen töten. Jetzt! Was ist das für ein Thema? So. Schwarz und Weiß von Pokémon 2010 und dann kam Weiß und Schwarz 2. Ah, okay. Oh, da wurde schon wieder eine Nachricht zugehalten. Warum? Was war denn für ein böses Wort drin? Ah, oh ja, okay, gut, das ist aber... Ich lasse es zu. So, warte mal. Ich lasse dieses Wort zu, weil ich beleidige ja niemanden richtig. Ah, Mann, oh! Hat er mir den Chat angehalten gehabt, ey. So. So, lass uns Satellitenstrahl, let's go. Geht doch auf alle. Okay, cool. Ein Färmer, so ein Hain. Krass. Das ist schon beeindruckend. Oh, Alter, das... Das ist laut. Warum sind die Limitattacken so laut, Mann? Muss das denn so laut sein? Ich habe doch das Spiel schon dreimal leiser gemacht, ey. Das Spiel ist richtig laut. Was ist denn mit dem Spiel über los? Ich muss da ganz kurz gucken. Wir sind jetzt ja... Wir haben jetzt die Türks ja beklaut. Okay, warte. Es muss nochmal irgendwann eine Gabelung kommen. Eine Gabelung. Hier. Hallo, Yuffie. Hallo? Na los, 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 los! Was? Hä? Ja und? Hä? Was denn los? Okay, wir laufen hier lang. Ey, da ist Tifa und hier ist schon wieder ein Leck. Ey, ist das schlimm. Die müssen hier mal endlich, ist da mal Leute reinschicken zum Reparieren. Das geht gar nicht so, ne? Das geht einfach nicht. Da braucht man sich nicht wundern, wenn die Züge alle 3 Stunden Verspätung haben. Da braucht man sich nicht wundern. So. Da dann. Also wenn ich meinen Kater hernehme, werde ich am Tag mehrfach attackieren. Oho. So. Alles klar, ich drück Daumen. Jane, ich drück Daumen. Ich drücke Daumen. So. Aber Haie, Haie greifen ja auch wirklich, glaube ich, nur dann an, wenn sie Blut riechen. Die greifen ja sonst wirklich nicht an. So, oder wenn sie sich halt bedroht fühlen, was ja eigentlich, keine Ahnung. Ich glaube, das ist nämlich, wenn die Blut riechen. Zum Beispiel auch mitunter so, dass sie deswegen dann angreifen. So. Ja, ja. Deutsche Bahn, ja. Ja, hier. Die, ich glaube, die haben sich an der Deutschen Bahn orientiert. So. So. So, doch, sie greifen an, aber sie verwechseln gern mal Menschen mit Robben. Ach so. Ah, ich hätte gedacht, die greifen nur an, wenn sie Blut riechen. Mac 2 Film, ne? Ist ein Film, ne? Aber so greifen sie Menschen nicht an. Hm, ja, okay. So, wir reden noch mit Tifa. Warum kniest du hier? Tifa, was ist los? Was ist denn los, Schätzchen? Sag mal. Das ist immerhin unsere Freundin. So. Bei mir ist alles klar. Los, auf zur Kanone. Wir laufen erstmal da lang, ja? Okay. Ich bin gleich wieder da, Tifa. Ich bin gleich wieder da. Meine Haie schwimmen nur weg. Okay. Die Haie haben Angst vor dir gesehen. So. Doch, aber er ist eher eine Verwechslung, okay. Wir schmecken den gar nicht. Beispielsweise seine Gehirn mit nicht zur Beute. Okay. Alles klar, wir schmecken nicht. Da bekommt dann der Satz, ich schmecke überhaupt nicht, eine ganz neue Bedeutung. 33%. Oh, es wird spannend, es wird spannend. Jane, es wird spannend. Es wird spannend. So. Huch, nochmal eine Gabelung. Ist hier irgendwo zu? Oh, was? Ich will hier anfassen. Wieso können wir da nicht anfassen? Hey, ist die 0? Okay. Hey, wo sollen wir denn jetzt lang? Hä? Ich,
stehen. Ich hab nur aufgeschrieben, erstmal Gabelung rechts. Wir laufen erstmal überall rechts lang jetzt, ne? Machen. Huch! Okay, hier geht's nicht weiter. Cool. Hier ist zu. Danke, Spiel. Wie sinnvoll das jetzt gerade war. Hoffe ich halt hier lang. So. Yes. Oh, es war da laut. Nice. Nice. Sehr cool, Jane. Sehr cool. Ich freue mich für dich. So. Schade. Was passiert, wenn wir jetzt reingehen? Aber nicht Story, oder? Mal gucken. Oh, nein, verdammt. Ich wollte noch nicht hin. Komm noch mal raus. Ja, cool. Komm her. Da war nämlich noch ein Weg. Einen Moment bitte. Hey, war hier nicht noch irgendwo was? Irgendwo war hier noch was. Ich habe kurz unten. Da wo Yuffie ist, darf ich mal nach links kurz. So, was hat denn geschrieben? Die Haie wollen nur normal was essen, die Robben, und wollen keine Menschen töten. Und dann sind hier Menschen und Kraken und Kacken. Ah, ja. Ne? Dann habe ich mal was zum Anschauen, Jane. Da hast du recht. Oh ja. Zerstörung ist Level up. Zerstörung ist Level up. Warte mal, Zerstörung, war das das, wo er jetzt tot gelernt hat? Kann er jetzt tot? Oh ja, Siddo, du kannst tot zaubern, das ist ja schön. So, warte, irgendwo war nämlich... Hä? Was ich hier? Keine Ahnung, irgendwo ging es nämlich nochmal nach links. Ich guck nochmal ganz kurz nach. Oh. Okay, warte, nein, wir wollen doch erst nach rechts, wir wollen doch nach rechts, wir wollen nach rechts, wir wollen nach rechts. Das wäre jetzt Story gewesen, ich erinnere mich. Da käme nämlich jetzt gleich ein Endboss. Dann wollen wir doch nochmal kurz nach rechts. Warte. So. So, dann sind wir hier doch richtig. Cool, können wir auch übrigens nochmal speichern. Hä? Nein, was ist damit jetzt hier lang? Ja, ich will aber hier lang. Hallo, Catchy? Kannst du bitte mal nicht an unserer, Entscheidungsfähigkeit, Dingens, bla, zweifeln? Ich zweifle an mir. genau, wir können hier nämlich, hier gab's irgendwo, ich muss mal, hier drin gibt's Gegner? Warum? Warum gibt es hier drin Gegner? Ach so, die. Das macht natürlich Sinn. Okay. Ha! Mit einem Schlag weggesäbelt. Legt euch nicht mehr Cloud an, heißt das, ne? Legt euch einfach nicht mehr Cloud an. Versiegelung ist Level Up. Versiegelung ist Level Up. Was? Wer hat da jetzt Versiegelung gehabt? Hattest du das? Nee, doch. Doch. Okay. Da. Hallo? Ich. Oh. Shinra Inc., das Motto der Woche. Die Zukunft von Shinra ist die Zukunft der Welt. Das sieht nicht gut aus für die Welt. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Magenenergie wird eine bessere Welt. Nein. Ja, nicht so. Sieht nicht gut aus für die Welt, weil so wie Midgard zurzeit ein bisschen aussieht, schwierig, würde ich sagen. Ganz schwierig. Alter, die sind ja überhaupt keine Gegner mehr hier drin. Wie krass. Was? Oh, die geben ja auch nichts, ne? Die geben ja nichts. Nee, ich wollte nämlich... Warte, ich wollte... Ah, oh, hallo. Ah, Alter. Oh Gott. So, hier hochlaufen, Mensch. So, und zwar in den Laden. Weil... Wir hatten nämlich... Das sieht übrigens aus wie ein Kombini. Krass. Ist bestimmt doch einem nachempfunden. Die ist nämlich jetzt weg. Und die hat uns ja nicht hier an die Truhen reingelassen. Und jetzt kommen wir da ran. Meisterfaust. Oh, das ist 100 pro was für... Tiefer. Pfahlramme? Was ist ein Pfahlramme? Was ist eine Pfahlramme? Hier ist ein Barrett. Ist das seine beste Waffe? Ich weiß es nicht. Vermehrt Schlagkraft bei anormalen Zustand.
Cool. Cool. Das ist Pfahlramme. Mal kurz gucken. Das ist seine beste Waffe. Hä? Das ist die beste Waffe? Aber die ist doch schlechter als die Max-Ray. Die werde ich ihm nicht ausrüsten. Mache ich einfach nicht. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht. So. Der Frage, ist das... War das ein Fernseher oder ist das eine Mikrowelle? Und wenn das eine Mikrowelle ist... Wow, die machen da drin Truthähne. Nein, ich glaube, das ist ein Fernseher gewesen. Das ist ein ganz schöner Kasten, ey. Aber gut, 97, ne? Da gab es, glaube ich, noch nicht so viele Flatscreens. So. Jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen in den 63. Stock. Dies. Ich würde ja gerne... Hallo, so hoch von. Wo fahren wir jetzt hin? Eine Fernsehmikrowelle. Na klar. Oh, das ist ja cool. Oder auch nicht. Ich weiß ja nicht. So. Wo sind wir jetzt? Moment, ich guck mal kurz. Im 59. erst. Ne, wir wollen aber in den 63. Wir wollen in den 63. Stock. Weiter gibt's was für uns. Wer seid ihr? Wer seid ihr denn? Doppelobjekt! 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 Warte mal, ich glaube... Warte mal. Irgendwie kann man hier, glaube ich, cheaten. Ich glaube, irgendwie kann man... Ich weiß nicht, wie es geht. Irgendwie kann man mit Doppelobjekt cheaten. Und sich dann die ganzen Items alle vermehren. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie es ging. Mario Odyssey habe ich gar nicht. Aber meine Schwester hat das Game. Ich kann sie ja mal ganz lieb fragen, eventuell mal. Ich habe das nämlich mal meiner Schwester zum Weihnachten irgendwann geschenkt. Die hat das Spiel. So, in den 63. wollen wir erstmal fahren. Wir kommen übrigens nicht mehr ganz hoch, ne? Aber da wurde ja auch, glaube ich, von Rappen weggesprengt. Da kann man ja gar nicht mehr hin. So, denn... Oh, da liegt was Schönes. Oh, da können wir jetzt einfach rein? Hä? Oh, ich muss gerade sehen, was hier... Hier sollte eine Waffe geben. Ist das die Waffe? Wir können jetzt einfach rein? Himmelsperr. Hä? Wie cool. Warte mal, das müsste 100% sein. Himmelsperr. Macht ihn der Schlechte. Warum denn, Mann? Warum sind denn die Waffen alle scheiße? Warum? Warum sind die Waffen alle scheiße? Was soll das? Warum spielen? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. So. So. Okay, der Kokoli wäre dafür. Ich glaube, du könntest den Link dann deiner Schwester geben. So. Ah, okay, kann ich machen. Das kann ich dann mal machen. Oder Jane, ganz andere Sache. Schick doch den Link einfach mal in den Discord. Mach halt ruhig. Mach halt. Pack den in hier Nonsense, in die Nonsense-Kategorie einfach rein. Pack doch den da mal rein. Weil ich habe meine, ich habe ihr jetzt mal neulich sie nochmal eingeladen, weil sie immer nicht angenommen hat. Sie ist jetzt nämlich auch in dem Discord-Server drin. Pack den Link da einfach mal rein. Wenn du möchtest. Ansonsten, wie gesagt, schicke ich ihr den Link sonst einfach nochmal manuell. So. Ja, wir müssen uns richtig zusammenreißen. Was? Die müssen jetzt zusammenreißen, wenn ich Odyssey spiele oder was? So. Nein, hä? Hä? Ich finde, das ist doch keine Werbung. Wie gesagt, Jane, für mich ist das keine Werbung, für mich ist das Support. So. Ich bin immer für gegenseitigen Support. So. So. Was? Discord, sowas? Modernisches Zeug? Okay. Da. Was ich übrigens auch mal neulich in einem Stream gesehen habe, fand ich eigentlich eine coole Idee. Überlege ich, ob wir das auch mal machen. Ob wir mal... Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert mit Lobby und so. Ob wir im Stream einfach mal so zusammen, wer Bock hat, einfach mal Fall Guys spielen. Wer Bock hat. So. Warte.
Und das finde ich. Ach, Ragen, wenn dann nicht so gut. Oh, Super Mario, bei Mario spielen, ja, nee, da bin ich, nee, da bin ich wirklich nicht so gut drin, sage ich gleich, wie es ist. So. Moonskip. Mhm. Muss mal kurz gucken, wir müssen in den 64. jetzt noch rein. So. Ah ja. Zum Giro Hambaiki habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das deutsche Wort aus irgendeinem Grund nicht wusste. Hier, wo wir mal Geld reingesteckt haben, der Blöde, der uns einfach da nicht ausgespuckt hat. So, es ist kaputt. Hauen. Oh, wir kriegen gleich zwei Sachen. Cool. Können wir nochmal hauen? Unfair. Okay, cool, Jamie dabei. Ich glaube, Kego wäre auch dabei. Denke ich mir mal. Sie hat es noch nicht gespielt. Ich hab schon mal empfohlen, dass sie das mal auch mal runterladen soll. Das Game ist ja kostenfrei, von daher. Hä? Oh ja, das Megafon. Das Megafon. Es ist das Megafon. Das hatten wir nämlich auch schon mal zu Beginn gefunden im Game. Aber konnten es auch nicht mitnehmen, weil Cloud keinen Sinn dahinter gesehen hat. Ja, wir ruhen uns ein bisschen aus. Let's go. So. 10 Speicherpunkt? Okay. Das Spiel hat schon wieder hinter sich. Es wird schon wieder komisch. Das Spiel wird schon wieder komisch. Das ist der 10. Speicherpunkt. Warum? Was auch immer. Wahrscheinlich im ganzen Spiel. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, ich wollte mich erstmal jetzt ein bisschen ausrüsten. Und zwar hatten wir die Meisterfaust bekommen. Wir hatten hier für ihn was. Da gucken wir mal eben. Der hat nämlich, glaube ich, sowieso nichts gerade ausgerüstet. Passt also. Hey, sie trägt einen Minerva-Ralf. Stimmt, wir hatten ja noch einen gefunden. Ich erinnere mich. Der hat eigentlich gerade ganz schnell ausgerüstet. Das ist gerade gar nicht so gut, aber... Ich will mal ganz kurz gucken. Hatten wir nicht Meisterfaust? Hä? Aber die ist doof. Hä, die macht sie voll schlecht. Die rüste ich ihr nicht aus. Kannst du vergessen. So, was ist bei dir? Hast du was ausgerüstet? Gar nichts. Bei dir können wir einfach was ausrüsten. Die Kampftrompete? Ist das seine beste? Ne, Megafon ist noch besser. Können wir mich noch mehr ausrüsten? Bitte schön, Megafon, please. Oh, nee, warte. Ins PHS, ich will die wieder austauschen. Wir bleiben mal bei. Obwohl, warte mal, wir können mal kurz. Wir haben nun zwei Mädels im Team nur noch. Dann reichen ja zwei Minerva-Reife. Warte mal, dann kriegt sie nämlich einen direkten Minerva-Reif. Hat sich hier was ausgerüstet dran? Ja, aber mal gucken, der Minerva-Reif müsste eigentlich auch passen. Wir müssten nämlich noch einen haben. Neutralisiert nämlich das alles, das ist halt ganz cool. Feuer, Eis, Heilig, Schwerkraft. Ich gebe ihr den mal, auch wenn die Verteidigung eigentlich sogar schlechter wird damit. Aber dafür wird etwas neutralisiert, das ist halt sehr praktisch. Deswegen gebe ich ihr allein den deswegen schon. So. So, dann holen wir wieder ihn rein. Warte, habe ich gespeichert? Nee, ich wollte aber speichern, wenn es schon mal geht. So. Was? Ah, warte. Vollgeist gibt's nicht mehr auf Steam, das stimmt. Das habe ich neulich auch gehört, das gibt's nicht mehr auf Steam, das ist rausgenommen worden. Ja, du kannst es aber auf anderen Plattformen einfach runterladen. Ich habe es ja zum Beispiel auf der Switch. So. Achso, alles gut. Alles klar, der Krokodilo. Dann genießt trotzdem schön den Stream weiter, auch im Lurk. Und auch im Lurk, auch im Lurk sei es dir erlaubt, dass du dir einfach ein paar Jellybeans nehmen kannst. Jellybeans für jeden im Chat. Ja! So. Okay, warte, gucken. Ich glaube. Warte. Wo war denn das? Ich glaube nicht hier. Moment. Wir müssen die Treppe runterlaufen. Dafür müssen wir wieder zurück in den 59. Die Treppe, die wir, glaube ich, damals auch hochgelaufen sind. Wo wir gefühlt 10 Minuten lang Treppen hochgelaufen sind im Spiel. So.
Und jetzt laufen wir so runter. Auch wieder gefühlt 10 Minuten, weil es hier nämlich was gibt. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Was liegt hier? Eine CD? Na gut. Apropos CD. Ich habe auf dem Deathfest heute gab es tatsächlich CDs, die man sich umsonst mitnehmen durfte. Irgendein Künstler hat halt da drei Songs drauf aufgenommen und einfach so zum Mitnehmen hingelegt. Dachte ich mir, cool, nehme ich mit. Ich kann es mir zwar jetzt noch nicht anhören, weil ich kein CD-Laufwerk habe. Aber in Deutschland, wenn ich wieder zurück bin, habe ich ein CD-Laufwerk. Dann höre ich mir das mal an. Die Denne ist weg, aber vielen lieben Dank, dass du dabei warst, die Denne. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Dann viel Spaß bei was auch immer du denn jetzt machst. So. Hey, konnte man hier nicht irgendwas kriegen? Irgendwas sollte man hier kriegen können.